Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Teil Euro Truck Simulator 2. Wir fahren heute mit dem neuen Actros, meine Freunde, nach Malmö, von Berlin nach Malmö in Schweden. Ja, und geladen haben wir, weiß ich gar nicht, ich glaube Blei, ich bin mir gar nicht sicher. Wir müssen mal schauen. Im Moment sind die Aufträge echt wirklich rar. Wir lassen schon mal die Luft in die Kessel strömen. Wir können ja mal schauen, was wir hier geladen haben. Ich bin mir nicht sicher. So. Cyanid haben wir geladen. 18 Tonnen Cyanid. Und wie gesagt, wir fahren nach Skandinavien. Also in Skandinavia Add-on, ne? Und je mehr ich hier rumkruse, sehe ich irgendwie, meine Freunde, ob das die richtige Wahl war, die ich für meine Firma und mein Design ausgesucht habe. Ups. Hier müssen wir hin, genau. So, wir müssen rechts rum, ne? Genau. Ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Ich glaube, ich schmeiße nochmal ganz kurz vorm Ziel alles um. Und ich habe geschaut, was wir noch an Geld brauchen, und zwar brauchen wir ca. 150.000. Wir können also das zweite Führerhaus, schon das Fernführerhaus draufsetzen auf unseren Truck. Das ist kein Problem. Und 540 PS hätten wir. Und diese Ausführung sollte uns am Anfang erstmal reichen. Ich hätte gerne auch mehr, aber es ist mehr finanziell nicht drin und wir brauchen ja noch eine Lackierung, ne? Die würde dann auch wieder Geld kosten. Also müssen wir noch ein paar Türchen fahren. Aber hier mit dem neuen Actros sollte das kein Problem sein. Der zieht gut. Ich glaube, das ist die 510 PS Variante. Müssen wir gleich mal schauen. Ich merke den Hänger allerdings nicht. So, wir müssen jetzt hier hoch. So. Auf geht's. Einsteigen, zusteigen, jetzt dabei sein, meine Freunde, jetzt auch rückwärts. Rückwärts vielleicht, wenn wir irgendwo volle Granate vorklatschen. Also mit unserem Firmendesign, ich muss mir da nochmal komplette Gedanken machen, meine Freunde. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Aber das müsste ich heute ja dann alles in Angriff nehmen, weil ich schätze mal, dass wir heute die 150.000 voll bekommen. Und heute ist der Tag aller Tage. Ich schätze mal, dass ich jetzt am Wochenende mit der Challenge anfangen kann. Ich sollte mal wieder mehr konzentrieren hier, was ich hier mache. Hinter uns kommt wieder ein Kollege, der offen ist. Der überholt mich jetzt rechts oder fährt auf einen Platz, auf einen Rastplatz. Der muss man bestimmt mal pinkeln oder tanken. Thank you.
Jojo, so. Rostock. Dann werden wir mit der Fähre rüberfahren, auf jeden Fall. Ich wollte sagen, uns klebt einer hinten am Arsch, aber das hat unser Hänger. Und ihr seht, meine Freunde, im Moment sind die Gefahrengut-Aufträge wirklich, wirklich gefragt. Also wir fahren hier definitiv nur Gefahrengut. Gut, dass wir die Ausbildung gemacht haben. Am Anfang, ne? Falls ihr wissen wollt, wie alles begonnen hat, schaut euch einfach mal von Folge 1 alles an. Viele witzige Momente da drin. Wir haben bei 0 angefangen, meine Freunde. Nein, nicht ganz. Also wir hatten 670 Kilometer auf der Uhr, aber diese hatten wir auch nur, weil ich alles eingestellt habe. Blinker und Spiegel und was weiß ich was alles. Und getestet habe mit den Aufträgen, wie lange das dauert. Ja, aber rein theoretisch haben wir bei 0 angefangen und 10.000 Euro hatten wir, hatte ich angefangen durch den Aufträge. Ich habe ein, zwei Aufträge gefahren, um die Software zu testen, aber das war's. Und dann haben wir wirklich bei 0 angefangen mit Level 1 und wir sind jetzt hier wirklich schon die ganze Zeit am Arbeiten für unsere große Challenge. Unsere große Challenge wird sein 3 Millionen Kilometer durch ETS2. Und jetzt fahren wir nach Malmö. Und da kriegen wir wieder 7.000, glaube ich, für. 7.500. Hier oben ist nicht so viel los. Ich hätte gedacht, dass Richtung Skandinavien mehr los ist, aber ich scheine mich da geirrt zu haben. Nach Schweden wollen nicht so viele. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber es ist auch mal schön, wenn hier nicht so viel Verkehr ist wie in Europort. Und ich habe zu den 150.000 eigentlich noch gar nicht die Dingens gerechnet, die... ja, fällt mir gerade mal auf. Die Lackierung, die käme ja rein theoretisch auch noch. Da müssen wir mal schauen. Also unsere Wahl wird definitiv ein Volvo sein. Ich komme mit Volvo am besten klar. Wobei hier der Mercedes auch nicht schlecht ist. Ne? Wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Allerdings, ja, ist der Volvo für mich am schönsten. Ich werde auch eine Umfrage starten, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Wie gesagt, es geht ja 3 Millionen Kilometer und ihr seid ja auch gefragt, meine Freunde, ob ihr mir dabei helft oder nicht helft. Ihr könnt natürlich mir auch riesengroßen Schaden
zufügen. Aber bevor wir jetzt hier über die Fähre fahren, würde ich sagen, machen wir Schluss mit diesem Teil. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.